Hallo, ich bin Sebel und ich zeige euch heute mein neues B-Modell für die Drachenfestung 7947 aus der Lego Kingdoms Serie von 2010. Das Modell ist 40 cm hoch und hier sieht man schon, dass es gedacht ist für das Set 7955, dem Zauberer, der ja doch dringend einen Turm benötigt. Und dafür bietet sich dieses Set an. Der Turm hat vier Stockwerke und ein Dach und somit mehr als genug Platz für alle Utensilien des Zauberers. Man sieht im Keller eine Schatztruhe und eine Ratte. Darüber befindet sich ein Labor, da könnte man verrückte Dinge tun, wie zum Beispiel eine Bombe bauen, um irgendwelche Mauern zu sprengen. Ich weiß auch nicht, könnte man auf die Idee kommen. Darüber befindet sich ein Thronsaal für den Zauberer. Wieder darüber ein relativ hohes Stockwerk, wo man zum Beispiel seinen Konkurrenten schweben lassen könnte und aufs Dach verbannen oder gar von dort herunterstoßen. Auf der Vorderseite befindet sich ein brennender Baum, denn der Zauberer mag keine Bäume. Und auf der linken Seite seht ihr den Eingang zum Turm über eine Treppe. Ja, die Anleitung für diesen Turm findet ihr für einen schmalen Taler auf rebrickable.com. Schaut dort einfach mal vorbei. Ich verlinke euch das in der Beschreibung. Genau, und dort findet ihr auch weitere Modelle von mir mit vielen kostenlosen Anleitungen. Habt Spaß und bis bald, euer Sebel.